Wir stimmen der eröffnenden Regierung zu. Wir glauben, dass wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben müssen. Aber wir definieren das ein bisschen anders. Was bedeutet das wirklich für eine pluralistische Gesellschaft? Das heißt nicht nur, dass wir keine Meinungen einschränken sollen, sondern wir sehen das Problem von Political Correctness auch noch darin, dass Verhalten aktiv eingeschränkt wird. Das wird unsere Differenzierung an dieser Stelle sein. Und wir glauben, dass das ein Problem ist, weil das aus dem Antrieb gemacht wird, das Verhalten mit Meinung gleichzusetzen ist. Bloß weil ich kein StudentInnen sage, wenn ich mit weiblichen Studentinnen rede oder einen öffentlichen Text schreibe, bin ich Sexist. Und da sagen wir, das ist ein Problem an dieser Stelle. Und wir sagen, das ist das Problem der ersten Hälfte. Wir stimmen auch zu, dass die Ziele von Political Correctness hehre Ziele sind. Aufmerksamkeit zu erzeugen für Missstände und diese Missstände tatsächlich zu überwinden. Aber wir glauben, dass sie sich selber schaden mit der Art und Weise, wie sie das erreichen wollen. Wir wollen hier die Mechanismen nachliefern, wie wir das tatsächlich tun können. Bevor ich zu meinen eigenen Punkten kommen werde, indem ich nochmal über Political Correctness rede, über die Gesellschaft und warum Symptombekämpfung an dieser Stelle nicht reicht, drei Punkte des Rebuttals. Erster Punkt des Rebuttals. Das war der Punkt Symbolik und Respekt von der eröffnenden Regierung. Naja, zum einen Symbolik. Ich habe es eben schon mal angedeutet, es ist eben ein sehr schwaches Symbol in der Gesellschaft, was sehr schnell untergehen kann und auch sehr schnell leider nerven kann und dadurch zu Abwehr führen kann. Wenn wir meinen, wir müssten einen ganzen Text umschreiben, das ist einfach etwas, was die Leute sehr leicht als negativ empfinden können. Und es ist eben nicht klar, dass die Menschen, die sich dagegen wehren, aus Faulheit vielleicht oder einfach, weil sie nicht ganz dahinter stehen, dass die automatisch genau im Gegenteil Sexisten sind. Zweitens zum Thema Respekt. Wir glauben, dass ein ernst gemeinter Respekt tatsächlich nur daraus entsteht, dass wir wirklich versuchen, das Problem zu verstehen und dann aus eigenem Antrieb versuchen, unser Verhalten zu ändern. Und das funktioniert nicht, wenn hier von außen aufobtruiert wird und vor allen Dingen unser Verhalten und unsere Sprache eingeschränkt wird, weil das ist etwas, worüber wir uns sehr schnell definieren und sehr schnell eingeschränkt tatsächlich auch fühlen, wenn Leute uns ansprechen und sagen, du, aber wie du das gerade formuliert hast, das war gar nicht so schön, aber ich bin doch eigentlich gar kein Rassist, aber ich bin doch gar kein Sexist. Wir glauben, das ist ein Problem. Dritter Punkt des Rebuttals, der Punkt der Normen und der Sozialisierung. Hier wurde gesagt, Political Correctness setzt Normen. Wir glauben erstens, dass die Wahrnehmung von Normen hier an der Stelle sehr relevant ist für die Ausprägung oder die Auswirkung von Normen. Wir glauben, dass das nicht einfach nur funktioniert, indem sie gesetzt werden, sondern es ist etwas, was aus den Normen herauskommt, aus dem Verhalten der Bürger. Und das können wir nicht einfach so von außen aufoktroyieren. Das heißt, wir müssen hier eigentlich die Denkweise der Menschen ändern und nicht einfach denen als Ziel setzen, so müsst ihr euch verhalten, dann ändert sich unsere Gesellschaft. Und außerdem sagen wir, dass wenn wir die Sprache oder das Verhältnis, das Verhalten ändern, dann ändern wir immer noch nicht das Verständnis dieser Problematik, dann gibt es immer noch keine allgemeine Anerkennung des Problems. Und ich werde im Gegensatz zu Willi nicht über den moralischen Hochsprung in meinen Punkten reden, sondern über Moral High Ground. Ich sehe euch da hinten nicht, das heißt, ihr müsst euch bemerkbar machen. Ich nehme aber später gleich die Schließende dran, schon mal als Vorwarnung. Zum Political Correctness an dieser Stelle. Also, was das hier eigentlich ist, und wir sagen, dass die wichtigere Definition an dieser Stelle ist, die Analyse von Verhaltensweisen, und das bringt zwei Probleme mit sich. Es setzt nämlich die Verhaltensweisen mit einer Reproduktion gleich. Das habe ich eben schon angesprochen mit dem Sexismuspunkt. Und zweitens sagen wir, es koppelt Verhalten an Einstellungen und Ideologien. Das ist, was Political Correctness an dieser Stelle macht und wo wir sagen, im Eigentlichen hat es den positiven Nebeneffekt, dass vielleicht weniger Leute aus Versehen beleidigt wird. Aber es ändert nicht das Problem, dass Leute immer noch aus Absicht beleidigt werden können. Damit hilft es nicht aus. Die Missstände lösen sich an dieser Stelle nicht von alleine auf. Wie sehen wir das jetzt in der Gesellschaft? Die eröffnende Regierung hat schon versucht, hier zu differenzieren. Wir wollen einen Schritt weitergehen und nachliefern. Wir glauben, das unterteilt sich in drei Gruppen auf. Wir haben die Menschen, die meisten hier im Publikum, die nehmen wir an, die größte Gruppe, deren das Bewusstsein vorhanden ist, die nicht sexistisch sein wollen, die nicht rassistisch sein wollen, die aber nicht automatisch jede Entwicklung in der Political Correctness nachvollziehen können. Das muss ihnen immer noch dargelegt werden und deswegen ist es wahrscheinlicher, dass das auf Abwehr trifft. Die gleichzeitig aber mit Vorwürfen konfrontiert werden, wenn sie nicht sofort auf den neuen Zug aufspringen an dieser Stelle. Und wir sagen auch, dass ihre Meinungsfreiheit tatsächlich, und da stimmen wir überein mit der eröffnenden Regierung, in Form der Äußerung tatsächlich eingeschränkt wird und dadurch auch für sie ein Problem steht. Und was passiert mit diesen Menschen? Wir stoßen sie ab. Wir verlieren diese Gruppe an Menschen und
sagen, weil sie es nicht verstehen, wenden sie sich von uns ab und das schadet der Political Correctness an dieser Stelle. Zweiter Punkt zur Gesellschaft, die Gruppe, die kein Bewusstsein hat, die vielleicht, die sich auch mal ein Ventil suchen müssen, ich glaube, das sind sehr wenige Menschen, die haben kein Verständnis, werden auch mit Vorwürfen konfrontiert und das führt direkt zu einer Abwehrreaktion und vor allen Dingen auch dazu, dass diese Menschen, das noch wahrscheinlicher ist, dass diese Menschen versuchen, das sogar im Gegenteil ins Lächerliche zu ziehen an dieser Stelle, weil sie sagen, ich bin kein Rassist, ich darf das N-Wort noch weiterhin nutzen und es stattdessen noch verstärkt reproduzieren. An dieser Stelle. Wir sagen, für diese Menschen ist Nachvollziehbarkeit genauso wichtig für die erste Gruppe und das erreichen wir nicht, wenn wir uns hinstellen. Und damit komme ich zur dritten Gruppe, die den moralischen Highground besitzen. Ganz schnell deine Frage, Per. Zu sagen, ich bin kein Rassist, heißt ja noch nicht, dass du kein Rassist bist. Wenn wir feststellen, dass Sachen Menschen wehtun, ist dir gut erklärt, warum sie wehtun und sie trotzdem weiterhin benutzt, musst du dich nicht damit anfreunden, dass du dein Verhalten eher ändern sollst, um den Menschen zu helfen? Ja. Ich glaube, man sollte versuchen, sein Verhalten zu verändern. Aber dafür muss man es verstehen. Dafür reicht es nicht, wenn wir uns hier in unserem Elfenbeinturm, ich greife das mal auf, hinstellen und das einfach festsetzen. Wir glauben, dass gerade diese Menschen, die in der Political Correctness fest mit drin sitzen und die vorantreiben, dass das die Menschen sind, die ignorant sind. Sie glauben, ich muss diese Menschen meinen, weil sie ignorant sind, weil sie nicht in Texten Studentinnen schreiben. Dabei sind sie ignorant und schließen eigentlich die Menschen aus diesem Diskurs aus. Und es reicht bei Political Correctness nicht, dass wir die Symptome an dieser Stelle bekämpfen. Wir müssen die Denkweise ändern. Und da sagen wir von der schließenden Regierung, das schaffen wir nur, wenn wir einen Dialog auf Augenhöhe haben. Das heißt, alle, die diese drei Gruppen der Gesellschaft müssen auf einer Ebene reden und da kann es nicht sein, dass eine Gruppe sich hinstellt und sagt, wie ihr euch verhaltet, wie ihr redet, das passt uns nicht, weil das den Diskurs wahnsinnig einschränkt. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und wir glauben, dass wir eine gesamtgesellschaftliche Lösung dafür brauchen. Wenn ich mich jetzt frage, in welcher Gesellschaft ich tatsächlich leben möchte an dieser Stelle, dann möchte ich nicht nur in einer offenen Gesellschaft leben, sondern ich möchte in einer Gesellschaft leben, ohne Diskriminierung, aber wo jeder einbezogen wird und nicht nur jeder, sondern alle gleichermaßen. Und das ist, wo wir uns von der eröffnenden Regierung unterscheiden.